Wer hat es früher auch immer gemacht? IKEA-Bleistifte klauen. Deutsch-Abi-Klausur schreibe ich morgen, also muss ich mal anfangen zu lernen. Epochenmerkmale? Ja, das war's. Lernst du mehr? Alexander, wenn der Person Alexander heißt. Heißt er dann nicht eigentlich Xaxlander? Auf jeden Fall hat man ein Problem beim Verkürzen. Man könnte auf Alex verkürzen, aber es wäre noch ein anderer Name und hat auch zwei Silben immer noch. Oder auf Ali, aber Ali ist auch ein anderer Name. Heißt der Alexander, ist der Xaxlander, kann man nichts machen. Ich und wenig Klicks, ich glaube eher nicht. Wenn tomatige Tomaten, 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 tomatige Tomaten, Tomaten. Bitte was? Ich hab gesagt... Du carryst uns ja richtig. Ja, ich bin ja auch Jim. Ich glaube, ich muss mal zum Friedhof. Das wollte ich sagen. Ganz genau. Ich bin vielleicht im Schlafanzug draußen. Aber es hat einen Grund. Ich fahre morgen zu spät. Hab mir dann gedacht, yo, keine Zeit, um mich umzuziehen. Ich gehe mal im Schlafanzug in die Schule. So, ganz genau so war das. Ja, ich war erst um 9 Uhr da. Und ja, jetzt haben wir gerade 12.30 Uhr. Und ich bin wieder auf dem Weg nach Hause. Warum haben die auf diesem Foto das Buch in Hand, auf dem wir schon drauf sind, auf dem Cover? Na, das ist doch eine ganz klare Sache. Die haben zuerst das Foto gemacht, aber ohne die Bücher zu halten. Dann die Bücher gedruckt, in die Hand genommen und das Foto gemacht. Dann davon wieder neue Bücher gedruckt, die in die Hand genommen und dann dieses Foto gemacht, was da zu sehen ist. Du meinst, die haben random 10 Bücher für dieses eine Foto gedruckt? Ja, mindestens. Vielleicht noch mehr für ein bisschen mehr Details. Ich glaube aber auch. Ich habe heute das hier gefunden, jemand lernt zählen. Aber irgendwie kann TikTok nicht so zählen, weil die Reihenfolge ist nicht ganz so richtig. Ich weiß jetzt nicht, hier 93, 92 ist ja noch okay, da kommt 82, 66, 63, 83, 52. Aber ich würde schon so sagen, zählen bis 100 ist schon eine starke Leistung. Falls denn irgendwann mal eine 100 hier auch ankommt. Ach, schon mal eins. Ich scroll noch ein bisschen weiter. Vielleicht sind wir gleich da. Du hast hier viel zu viel Arbeit gemacht. Ja, wie viel ist das noch? Gibt's eine 100 oder was? 99, aber keine 100. Hä? Hohoho, 100. Wir schaffen es alleine nicht, du musst uns carryen. Aber ich bin doch gar kein Fischer. Aber sicher doch. Die Wurzel aus 147. Gehst du hin, machst so, da rüber, da drauf, zwei weg und dann hast es. Rundet sind 12,12. Andere Farbe gleich Komma. Ein Quiz, was ist das? Das hat alle letzten sind Physik gezeichnet. Soll was sein. Nur was. Rate mal jetzt in den Kommentaren, weil es nämlich Tipps. Erste Tipps ist ein Lebewesen und es ist kein Mensch. Aber welches Tier ist es? Es lebt teilweise auf dem Land und es ist ein Frosch. Wo ist meine Hose? Hast du die nicht in der Wanne? Nein, in der Pfanne, aber das ist meine Brathose. Warst du mal im Brotbackraum? Ist mein Beinhemd hier? Hast du sie noch alle? Mal gucken, ob ich alle hab. A, E, I, O, Possum. Hier nix Hose. Hast du mal im Schrank gesehen? T-Rex! Oh! Ah! Nee. Sie ist nicht im Schrank. Oh, ich habe meine Hose gefunden. Ich bin Comedy-Autor in unserer Abi-Zeitung. Den muss nämlich Text über unsere Freundin schreiben. Das ist der Text über Ali. Also Alexander. Der für sein schlaues Köpfchen bekannt ist. Aber in die Noten von seinem Bruder kommt er trotzdem nicht ran. Der lernt nur maximal eine Stunde am Abend vor der Klausur. Hat deswegen viel Zeit für seinen Hund. Wenn er diesen nicht gerade zu einem fucking vierstündigen Spaziergang zwingt. Und das ist keine Übertreibung. Da ist übrigens der Hund. Kommt er seinen Pflichten als Clanführer in Clash of Clans nach. Er ist kein Fernsehtyp, aber bei Game of Thrones schlägt sein Herz höher. Der hat irgendwie alle Staffeln in einer Woche durchgeguckt. Obwohl er von Game of Thrones begeistert war, ist er im echten Leben kein Fan vom Schlachten. Überleitung des Todes. Als Teilzeit-Vegetarier. Er achtet auf seinen ökologischen Fußabdruck. Apropos Fußabdruck. Im Urlaub gibt's ganz viele davon, weil der wandern geht. Übergang des Todes. Ein guter Text, oder? Wir haben jetzt unsere Abi-Zeitung. Da ist zu jedem so eine Seite drin. Jonas, eher bekannt als die Neptias. Er macht Comedy-Videos der besonderen Art. Okay. Er kriegt nämlich selten den Mund auf. In der 5. Klasse lernte er Ja und Nein zu benutzen. Im Laufe der Zeit kam Okay und LOL hinzu. Dieses stumme Verhalten hat sogar dazu geführt, dass viele seiner Klassenkameraden seine Stimme noch nie richtig gehört haben. Und auch dem Großteil der Stufe ist sie immer noch ein Mysterium. Der Informatik-Diff-Kurs erlebte in der 9. Klasse ein Wunder. Jonas meldete sich freiwillig. Folgt ist er nicht so schlagfertig, im Gegensatz zu seinen Taekwondo-Künsten. Krasse Überleitung. Bis mit dem schwarzen Gürtelflex in seine musikalische Ader. Schlagzeug. Auch damit nervt er seine Eltern seit einigen Jahren. Das Talent nutze ich für meinen Song Schönen guten Tag und hab da 17.000 Views auf YouTube. Krasser Scheiß, Mann. Man könnte auch mit mehreren Millionen auf TikTok flexen, aber nee, wir flexen mit 17.000 auf YouTube. Und dann auch schön erwähnen, dass ich kein Latinum hab. Aber schon lustig, oder? Was sagst du zu dem Quote? Ich schmeiß jetzt ein nices Toast in den Toaster. Ich hab keinen Toast. Man muss jetzt mal einen neuen holen gehen in der Kühltruhe.
Jetzt muss ich rausgehen. Ist draußen. Jonah. Hier ist das Toast und da ist kein Toast. Jonah. Was mache ich denn jetzt? Scheiße, Mann. Wieso ist denn hier kein Toast drin? Moment. Da ist doch noch Toast, da freue ich mich. Ah, da haben wir ja wieder was gelernt. Man muss richtig in die Schublade reingucken, wenn man das Toast sucht, weil sonst ist man dumm. Bist du Hamster? Was? Bist du Hamster? Ob ich ein Hamster bin? Ob du Hamster bist, habe ich gefragt. Also ich füge dir mal ein Ei ein, damit mein Hamster kein Adjektiv ist, aber ich verstehe dich trotzdem nicht. Ein was? Sagst du, du bist kein Hamster? Nein, ich bin kein Hamster, ich bin Mensch, siehst du das nicht? Kein Hamster. Mhm. The trend where you put pictures and someone falls in love with you. Also ich will jetzt nicht einbrechen. Ich bin aber auch kein Einbrecher, also von daher. Aber der Schnee ist schon ziemlich tief. Ach, das war ja richtig lasch. So wie Armin. Was? Armine? Bist du ja Chemiker oder was? Nein, wie soll ich Chemiker sein? Weil du von Armin sprichst. Ich spreche von keinen Armin. Ich spreche auch nicht mal von irgendwelchen Minen. Redest du gerade von Minen im Sinne von Bergbau oder von was anderem? Ich weiß nicht, wovon ich rede. Ich rede von dem, wovon du redest. Aber du hast doch gerade mit den Minen angefangen. Ich war bei Armin. Ach, du warst bei Armin? Organische Chemie und so. Ja, da warst du doch auch am Anfang. Nein, ich war beim Armin. Laschet. Ach, du bist ja ein Politikwitzbold.